Jojojo Leute, was geht ab? Euer Hatzweiler hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein Fischteich-Vlog, der eigentlich nicht kommen sollte. Aber ich lag eben gerade schön in der Badewanne. War echt schön. Und dann hat mich Eike angerufen und meinte, ey Dennis, komm mal zum Fischteich. Hier stimmt was nicht. Und dann hat sie mir so ein paar Bilder und Videos geschickt. Aber was hier genau jetzt passiert ist, sage ich euch gleich oder zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Ja, wie man sehen kann, die Fischteiche sind schon wieder ganz schön voll. Im Harz oben ist die Schmelze? Ja, Schneeschmelze, genau. Und deshalb kommt zurzeit mega viel Wasser runter und zudem regnet es die ganzen letzten Tage ununterbrochen. Guck mal, Karpfen. Ja, da sieht man die schönen Karpfen. Aber wir gehen jetzt erstmal da hoch. Eike kann uns hier zwischenzeitlich mal aufklären. Was ist passiert, Eike? Wie so ein Krimi hier, ne? Ja, was ist passiert? Ja, ich kam zum Tatort, Fischteiche, ne? Ja. Und bin hier lang gegangen. Ganz normal, meinen ganz normalen Weg, ne? Okay. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mich schon gewundert, weil wir da noch Gartenzaun stehen haben, dass der schon so komisch da steht. Sonst wäre mir dieses Zeltteil, was weiß ich, wie man das nennt, wäre mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Ein Unterschlupf. Dann habe ich da mal genau geguckt. Also es war schon professionell gemacht, muss man ja sagen. Und dann noch mit Lagerfeuer, Würstchenreste und im Fischteich ist irgendwas Pinkes rumhergeschwommen, was die Hunde leider gefressen haben. Und dann habe ich den Dennis angerufen, weil ich schon wieder auf 180 war. So Leute, also kurz zusammengefasst, hier waren irgendwelche Leute, die mich nicht gefragt haben, die sich irgendwas hingebaut haben, Lagerfeuer gemacht haben und ihre Würste hin und her geschmissen haben. Zumindest haben sie den Müll mitgenommen außer Bounty-Reste. Also ich habe wir müssen hier Beweise sammeln. Oh, Junge, man sollte vielleicht festes Schuhwerk anziehen. Hier sind Bounty-Reste. Aha. Okay, so. Das hier habe ich mittlerweile schon zerstört, weil wenn sie das nochmal machen wollen, dann sollen sie sich nochmal Mühe geben. Genau, Eike war hier und dann hat die den Stamm so gesehen irgendwie dazwischen gespannt und hatten sich hier so einen richtigen Unterschlupf gebaut. Und hier vorne war irgendwo noch eine Lagerfeuerstelle, habe ich recht? Ja, die ist hier drunter. Die ist hier. Genau, da sieht man noch ein bisschen die Lagerfeuerstelle. Man sieht ganz gut, dass sie die Äste hier überall abgerissen haben. Hier sieht man es ganz gut in dem Baum. Frisch abgerissen. Und jetzt ist das nächste, was mich einfach mega aufregt. Erstens, dass hier keiner gefragt hat, sondern dass hier einfach wildfremde Menschen auf unserem Grundstück, ja, es ist unser Grundstück, die einfach rumlaufen und sowas machen, meine Bäume beschädigen. Das finde ich ja gar nicht mal so schlimm. Das macht mich schon sauer. Und ich gehe mal stark davon aus, wenn die hier ihr Camp hatten, dass sie hier definitiv geangelt haben oder so. Ja, also im Waggon ist auch so ein Fischernetzteil liegt dort. Und Handschuhe, ja, ich weiß nicht, wie man das gerade nennt. Und die Würstchenreste sind jetzt leider auch aufgefuttert worden. Aber was mich noch mehr nervt, ich weiß einfach nicht, was in diesem scheiß Fischteich umhergeschwommen ist. Irgendwas Pinkes und es sah nicht aus wie Marshmallows oder irgendwas anderes, was die Hunde gefressen haben. Hm. Hier vorne sind auch noch Reste. Ich muss analysieren. Ja, hier sieht man auch noch irgendwas Pinkes, ne? Ich weiß auch, glaube schon, was das ist, Eike. Ja, was soll denn das ist sein? Teig zum Angeln. Ja, das ist ja schön und nett. Also würde ich jetzt mal sagen. Oder hier für Karpfen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen extra. So Karpfenteig. Also, was ich jetzt einfach damit sagen will, ist einfach, falls jemand was weiß, ich meine, es gibt immer welche Fans oder so, die ja schon immer gerne mal angeln wollten. Das weiß ich einfach, weil viele mal gefragt haben. Aber falls jemand irgendwas weiß, wer das hier war, weil die es vielleicht erzählt haben, jo, wir waren bei Harz, sie haben Teich, haben da Lagerfeuer gemacht und bla bla bla. Falls mir einer feste Hinweise geben kann, den gebe ich 50 Euro. Und an die Täter, ja, so nenne ich sie, die Täter, einzigste Chance, ihr meldet euch bei mir und sagt, dass ihr es wart. Es ist halt Privatgrundstück, ne? Genau. Wir zahlen dafür Geld und wir haften auch für die Dinge, was hier irgendwie passiert, ne? Genau, also wie gesagt, ihr könnt euch auch melden. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ich bin auch überhaupt nicht böse dann oder so. Also wenn ihr ehrlich seid und es zugibt und euch einfach meldet, dann ist die Sache gegessen so gesehen für mich. Aber wenn ihr euch nicht meldet und ich kriege es so irgendwie raus,
wird es definitiv mega Ärger geben, das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Und das ist sowieso, hier sieht man auch noch ganz gut. Da habe ich erst im letzten Video gezeigt, wie man so schön Ästen hier vorne die Rinde abmacht und das schön perfekt für Würstchen nehmen kann. Steht hier extra noch. Hier ja, noch ein zweiter. Also waren zu zweit hier. Hier haben sie auch alles abgerissen. Also wie gesagt, falls jemand was weiß oder irgendwas gehört hat, meldet euch bei mir. Ne? Weil finde ich nicht toll, dass ihr einfach hierher fahrt und dann nur noch angeln geht oder sowas. Macht mich mega sauer einfach gerade. Macht mich echt sauer. So, dadurch, dass es mal wieder gerade richtig schön viel regnet, habe ich so ein bisschen die Sorge auch, mal wieder. Nee, ist alles safe. Ja, noch ist alles safe, dass wieder bald wieder Überschwemmung hier ist. Weil wenn wir hier gucken, hier kommt allerhand Wasser runter. Sehr viel Wasser kommt da runter. Wahnsinn. Wenn das mal im Sommer so wäre, wäre das schön. So, hier habe ich auch mal den Deckel abgenommen, dass das Wasser da zusätzlich abfließen kann. Da haben wir immer so Eimer drauf. Guck mal an, was da für eine Brühe rauskommt. Puh. Aber lieber zusätzlich Wasser ablassen, als dass es am Ende wieder Überschwemmung ist. Sieht aus wie so ein Dünnschiss, der verteilt wurde im Wasser. So, Eike und ich hauen jetzt erstmal ab, denn es ist immer noch heftig am Regnen und ich wollte einfach nur kurz gucken. Falls jemand was weiß, sagt mir Bescheid. Oder falls sich diejenigen angesprochen fühlen, meldet euch. Ansonsten werde ich euch auf dem Laufenden halten, gerade jetzt, weil jetzt so viel Wasser runterkommt. Ich hoffe, dass da keine Überschwemmung wieder ist, so wie letztes Jahr. Ansonsten werden wir uns bald wiedersehen hier am Fischteich. Also bis ihr denn, ciao, ciao und tschüss und lasst ein Like und einen Kommentar da.